Hi und herzlich willkommen zum nächsten Kampf von Spielpirat, dem Kampf Nummer 39 im Weihnachtsspecial. Und heute kämpfen der Rock Leone gegen den Earth Eagle. Zu den Statistiken mal, Rock Leone hatte 4 Kämpfe bestritten bis jetzt und 2 gewonnen. Und Earth Eagle hat 3 Kämpfe bestritten und alle 3 bis jetzt gewonnen. Also somit haben wir hier auch doch einen Favoriten. Ähnlich bei dem Ultimate Gravity Destroyer, der hat schon 5 Kämpfe bestritten und 4 davon gewonnen. Vielleicht nochmal zu sagen, Twisted Tempo auch 4 bestritten, 2 gewonnen. Der Meteor Drago hat 4 bestritten und nur 1 gewonnen. Genau wie der Spiral Capricorn, 4 gespielt, 1 gewonnen. Und der Rock Seraph auch 4 gespielt und 1 gewonnen. Damit liegen hier relativ weit vorne der Ultimate Gravity Destroyer Attack und der Earth Eagle. Und ja, jetzt geht es natürlich nochmal in die entscheidende Phase, wird Rock Leone hier mit seinem 5. Kampf den 3. Punkt holen können. Oder wird sich Eagle hier seinen Vorsprung einfach weiter aufbauen. Beides Rechtsstarter, ich fange mit Eagle an. Als White Defense Typ und wünsche euch einfach hier, ich hoffe, eine gute Unterhaltung. Ball gegen White Defense, dass es nicht zu langweilig wird. Und vielleicht erzähle ich zwischendurch noch ein bisschen was anderes, ne? Runde 1. Also Siegel fängt an. So. Ja, Leute, ihr wisst ja, dass die Videos auf YouTube teilweise gelöscht sind. Es wird dazu, wie gesagt, auch was Neues geben. Und also für die, die, sag ich mal, dem Kanal von uns treu bleiben. Die werden auch hier an der Stelle doch belohnt dafür. Ja, definitiv. Versuchen alles für euch so bequem und so gut wie möglich darstellen zu können. Und ja, natürlich werde ich auch auf facebook.spielpirat.de von uns informiert, was die Neuerung angeht. Und ja, natürlich weiterhin auch auf allen anderen Kanälen, die wir so für euch aufbauen werden. Und es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Kampf, den wir hier gerade haben. Leute, ich werde gucken, wenn der erste hier seine klaren 3 Punkte davon trägt, dass dann der Kampf auch hier beendet ist. Weil wir müssen uns nicht zwangsläufig 5 von diesen langen Minuten hier reinziehen. Könnt ihr mal so ein bisschen auf die Ausdauer gucken, wie lange die beiden Kandidaten es hier so mal durchziehen und aushalten, aber da ich ja jetzt meine einheitliche Arena hier verwende und keine mit Spiralen, wie meinetwegen die Ball Blast Orange oder Blau oder halt das Tribal Set, ja, müsste damit auskommen, dass ich hier halt eine relativ neutrale Arena genommen habe. So. Gut, an der Stelle sei noch zu sagen, ich habe viele Anfragen, wann denn der Evil Befall wieder bei uns auf unserer Seite spielpirate.de kommt und gute Neuigkeiten in der Richtung. Wir haben welche geordert, wir kriegen auch wieder eine ganze Menge. Und ich denke mal so, vielleicht in der nächsten Woche, Mitte, Ende nächster Woche, könnten dann wieder neue bei uns auf Lager sein. Das gilt dann auch, soweit ich weiß, für den Ray Gill. Den kriegen wir dann auch mit. Und ja, vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht fragt sich der ein oder andere von euch, was passiert nach dem Weihnachtsspecial. Ich kann es euch sagen, danach geht es jetzt richtig los. Ja, also ich möchte natürlich auch noch mehr auf euch eingehen. Eure Wunschkämpfe und so weiter und so fort. Dazu gibt es aber in Zukunft noch genaueres. Hilfreich ist natürlich dann, wenn ihr mal auf Facebook mich als Freund hinzufügt und da gibt es dann auch Umfragen. Und das ist natürlich auch ein Vorteil. So ein Facebook-Account ist ja nicht immer nur schlecht. Man muss nur aufpassen, was man freigibt. So. Knapp, aber fair hat hier den ersten Punkt Rock Leone geholt. Gehen wir in die zweite Runde. Start Rock Leone. Wird es aufregender werden, werden sich beide irgendwo positionieren und da Sachen
abwarten. Hier waren schon mal ein paar kleinere Kontakte, ist auch schon mal schön. Nimmt auf jeden Fall ein bisschen Spin weg. Ich hätte mir hier einen Stuhl hinstellen sollen. Ja. Ja, leider noch nicht ganz fit. Danke für die Genesungswünsche, die ich doch da von vielen von euch bekommen habe. Ich weiß nicht, ob es hilft, aber ich glaube einfach mal dran. Und ja. Vielleicht an der Stelle mal nochmal die Regeln erklärt von diesem Finale, weil da ja doch viele etwas falsch verstehen, möchte ich es nochmal so erwähnt haben, auch wenn es in dem ersten Weihnachtsspecial-Video. Zweiten, glaube ich, auch erklärt wurde. Wir befinden uns hier im Superfinale. Es ist kein K.O.-Finale, sondern es ist ein Finale, bei dem es um Punkte geht. Sieben Gegner haben wir hier. Das sind jeweils die sechs Gruppensieger plus den aus der Wildcard, der auch hier gerade kämpft, der Siegel. Und hier geht es eigentlich wie folgt zur Sache. Alle kämpfen gegeneinander. Ja, sechs Kämpfer hat jeder Gegner hier zu bestreiten. Und wer die meisten Punkte zum Schluss hat, hat das Finale gewonnen. Ja, extra für euch gemacht, damit ihr so viel wie möglich Vergleichsvideos auch habt, weil wenn ich nur mal so ein K.O.-System hätte, dann wäre ich jetzt schon am 20. fertig gewesen mit einem Kampf pro Tag. Ich glaube nicht, dass es euch so extrem gefallen hätte, wäre ein bisschen langweilig. Und somit habt ihr einfach mal eine Menge an Videos. Ich hoffe, sie gefallen euch auch, ihr auch habt Spaß dabei und das soll euch einstimmen so ein bisschen auf die Zukunft, ja, was wir da noch alles so machen werden, wer da wirklich auf mehr Wünsche von euch eingehen wollen und habe jetzt erstmal so stur versucht, mein Programm hier durchzuziehen. Weihnachtsspecial ist auch schon, Quatsch, Silvesterspecial ist auch schon angefragt worden. Da würde ich mir gerne von euch ein paar kreative Tipps noch einholen. So, der zweite Sieg geht hier. Die zweite Runde geht hier an das Eagle. Haben wir 1-1 nach zwei Runden. Und bereits schon 7 Minuten auf dem Tacho, also kann was werden. Dritte Runde. Das Eagle. Oh, es geht hier richtig zur Sache. Der Löwe gegen den Adler. Wow! Die können auch kämpfen, Leute. Habt ihr gesehen? Eieiei. Wir wurden alle erhört und wollten das Video nicht bis zum Ende so durchgucken. Somit geht hier die dritte Runde mit einem 2 zu 1 an Leon. Starten wir hier also erfolgreich in die vierte Runde. Super, es wird auch gleich wieder spannender. Ich hoffe, das kann auch weiterhin so funktionieren, aber ich glaube, die befinden sich gerade wieder auf Ausruhkurs. Ich war richtig spannend und man hofft, dass er dann doch irgendwie rankommt und dann passiert selten was. Uiuiui. Manipulieren möchte ich auch nicht, zieh die Arena ankippen oder so, weißt du, dann haben wir ein bisschen Spaß, aber. Nein, 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 nein. Müssen wir durch. Leute, wichtig ist, wenn Leon jetzt hier die Runde gewinnt, dann ist auch ja, der Kampf vorbei. Dann steht es 3 zu 1, so unaufholsam für den Igel. Und dementsprechend wäre das Ding hier auch vorbei. Entschuldigung nochmal an dieser Stelle. So, mich würde mal interessieren, was ihr von den Takara Tomy Beyblades haltet. Sollte Spielpirat, solange es keine neuen Beyblades gibt, für weitere Unboxings auf die Metal Fury 4D Beyblades von Takara ausweichen, um die euch einfach mal vorzustellen. Fakt ist, ich kann sie wiederum nicht verkaufen, denn Takara Tomy ist hier in Deutschland nicht erlaubt, ja, aufgrund der Zertifikate zu verkaufen. Somit müssen wir hier offiziell natürlich auf Hasbro warten. Hasbro wird definitiv das Ding erst im Sommer rausbringen. Die ersten Beyblades, es wird ähnlich wie in diesem Jahr wieder verlaufen und im Jahr davor.
Auch die neue Serie wird dann definitiv erst im Sommer wieder beginnen. Ich denke so, nach den Sommerferien, wie auch in diesem Jahr, ist halt einfach Kommerz orientiert vom Weihnachtsgeschäft etc. Und da halt auch Nickelodeon mit Hasbro den Vertrag verlängert hat und erfolgreich weiter abgeschlossen hat, würde es auch nicht anders gehen. Ja. Also heißt es auch wieder warten. Ich würde natürlich euch gerne keine Beyblade-leere Pause lassen und möchte euch an der Stelle ja, motivieren, vielleicht kreativer zu werden. Was können wir tun? Was für Kämpfe können wir hier durchführen? Was für Ideen können wir umsetzen? Ich bin da echt so ein bisschen noch auf euch angewiesen, weil ich, ja, ich sag mal, noch euer Interesse da gewinnen will, wecken will, dass ihr da halt ja auch gut Unterhaltung bei uns kriegt. Ja. Natürlich in Zukunft auch noch viel, viel mehr geben als Beyblade. Zwar mit der mindestens gleichen Intensität Beyblade weiter, aber wir wollen natürlich auch noch mehr anbieten können. So, die vierte Runde geht tatsächlich an Eagle, somit haben wir hier ein 2 zu 2. Es kommt tatsächlich zum entscheidenden fünften Kampf in das Finale quasi dieses Kampfes. Und maximale Laufzeitdauer würde ich sagen. Okay. Wir müssen warten. So. Es ist tatsächlich nicht zum Aushalten. Gut. Dann. Also Leute, ganz wichtig, Facebook, Spielpirat.facebook. Vollkommen falsch. Facebook.spielpirat.de. Bitte mal draufkommen, bitte Freundschaft hinzufügen. Ich habe davon großartig nichts, aber ich erreiche euch halt mehr, wenn ich jetzt Umfragen starten will. Es soll wirklich hier noch viel passieren und ich brauche eure Hilfe, ganz klar. Ich tue das hier für uns alle. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dran, wenn es mal irgendwas gibt, was ich vielleicht ändern sollte oder so, sagt mir Bescheid. Ich versuche es umzusetzen. Bitte nehmt es mir nicht übel, dass diese Woche noch einiges hinterherhing, aber hey, Online-Shop, Weihnachtswoche, viele Turniere auch, die man hier drehen muss. Wir sehen auch so einen gigantischen Kampf hier, der sich bald auf eine Viertelstunde hinzieht. Ich kann euch versprechen, der nächste Kampf wird ein bisschen interessanter werden. Gucken wir mal, wer das hier gerade wäre. Das ist, wen habe ich denn hier? Rock Zarafa gegen Meteor El Drago. Ja, ich denke, das wird auf jeden Fall lustig werden. Zwei Leute oder zwei Bays, die hier mit Gummi arbeiten. Mal schauen, was wir da für euch so hinbekommen. Es kommt hier langsam zum Schwanken und wie es aber aussieht, könnte der Punkt hier an Brock Leon gehen. Ich will mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber. Guckt euch das mal an. Das sieht klar danach aus, oder? Oh, die letzte Berührung hier könnte noch irgendwas bringen. Na? Nee. Ausgespinnt. Der Sieger in diesem Kampf nach 14 Minuten und 30 Sekunden ist Rock Leon. Ich wünsche euch weiterhin gute Unterhaltung beim nächsten Kampf, euer Spielpirat.